Und jetzt kommt der schwierigste Abschied des heutigen Abends, Arthur Friesen. Friesen hat an diesem Hause sehr, sehr lange gespielt und gesungen. Er war zwischendurch mal weg, dann ist aber wiedergekommen, reumütig oder begeistert. Jedenfalls, er hat allein in der Zeit, seit ich hier Intendant bin, seit 2001 an die 200 Vorstellungen gespielt. Und er hat sogar in dieser Spielzeit einen Abstecher ins Schauspiel gemacht, auf meinen Wunsch. Ich hatte ihn gebeten, in der Katze mitzuspielen. Und diesen kleinen Abstecher hat er dann auch mit Begeisterung gemacht. Herzlichen Dank, Herr Friesen. Der Oberbürgermeister Herr Jung, unser Aufsichtsratsvorsitzender, wollte sich aber nicht nehmen lassen, am heutigen Abend persönlich von Ihnen Abschied zu nehmen. Ich darf ihn jetzt auf die Bühne bitten. Herr Jung. Meine Damen und Herren, ich kenne natürlich Arthur Friesen vom ersten Moment an, als er hier die Bühne betrat. Er hat direkt in seiner ersten Spielzeit 1984 den Mime gesungen. Sicher die schwierigste Partie im Siegfried. Es war eine großartige Aufführung hier in der Regie von Friedrich Meyer-Oerte. Alle, die schon so alt sind wie ich, die erinnern sich noch daran. Das war ganz großes Theater. Arthur Friesen war zunächst 8 Jahre hier am Haus. Sie haben Ihre Frau hier kennengelernt, Doris Brüggemann, auch viel noch ein Begriff in Wuppertal, im Hänsel und Gretel. Das war eine sogenannte ganz besondere Beziehung. Hexe liebt Gretel. So kann das gehen, wenn man sich gegenseitig in den Backofen schiebt, meine Damen und Herren. Aber er hat viele, viele Partien seines Fachs gesungen. Er ist dann 2 Jahre nicht hier am Haus gewesen, ist 1994 wiedergekommen und seitdem ununterbrochen hier. Also 20 Jahre, hat in diesen 20 Jahren alle Partien seines Fachs gesungen, des Spieltenorfachs und des Charaktertenors. Das war seine große Stärke in Operette, in schwierigen modernen Opern. Herr Friesen, Sie haben hier das Theater geprägt. Sie haben alles miterlebt, alle Höhen, alle Tiefen, Fusion, Fusionstrennung und jetzt wieder die Wuppertaler Bühnen. Sie sind einer sozusagen der letzten ganz Großen, die wirklich noch alles erlebt haben. Herzlichen Dank für diese 20 Jahre und alles Gute für Sie. Sie wollen jetzt mit Ihrer Familie zusammen im Odenwald leben. Viele, viele schöne Jahre noch. Danke, was Sie für Wuppertal getan haben. Und wir sind immer froh, wenn wir Sie noch mal wieder hier sehen. Auch heute haben Sie wieder als Jamie gezeigt, wie man richtig lustig ist, wie man Stimmung auf die Bühne bringt. Herzlichen Dank, alles Gute für Sie und auch ein gesundes Wiedersehen. Danke.
lassen Sie mich noch einen Satz zu Herrn Delambois sagen. Er begibt sich ja jetzt aus dem Forellenteich der Wuppertaler Kulturpolitik in das Haifischbecken der Kölner. Herr Delambois, vielleicht erinnern Sie sich noch mal gerne zurück, dass in Wuppertal die ganze Politik hinter der Kultur stand. Denken Sie in Köln an meine Worte. Vorsitzende der Freunde der Wuppertaler Bühnen sich verabschieden will, möchte Herr Friesen, glaube ich, seinem begeisterten Publikum auch ein kurzes oder wie auch immer langes Statement bieten. Ja, ich habe wunderbare Jahre hier erlebt. Die drei Höhepunkte waren schon in der Zeitung erwähnt. Das erste, dass ich meine Frau hier kennenlernte. Ich weiß, dass wir bei Fidelio gesungen haben. Doris war hochschwanger. Und dann kann man ja auf der Bühne und sagen, jetzt schätzen Sie, wir sind hier zu zweit. Aber das war wirklich der Höhepunkt für mich persönlich. Natürlich der Siegfried, das war wirklich ein Höhepunkt. Und der letzte Höhepunkt war wieder, wie Sie schon sagten, Katze auf dem heißen Blechdach, dass ich einmal mit dem Schauspiel mitspielen durfte. Und die haben mich so warm aufgenommen. Es waren wirklich herrliche Zeiten hier und ich bin sehr dankbar auch für das Publikum, für Sie alle, dass Sie so begeistert die Oper und Operette und Schauspiel akzeptiert haben. Und ich hoffe, dass Sie das weiter tun in dieser schwierigen Zeit hier in Wuppertal, dass beide Häuser wieder noch mehr aufblühen. Die tun das jetzt schon wieder. Und ich bin sehr dankbar für Sie alle hinter meinem Rücken und auch vor, auch die Technik, die Schneiderei, alle, die ein Theater möglich machen, auch die Politiker. Das ist okay. Lieber Herr Fritz, ich beherzige den Wilhelm Busch-Spruch, ein Onkel, der was mitbringt, ist immer noch besser als eine Tante, die Klavier spielt. Theaterfreunde danken Ihnen ganz, ganz herzlich für die lange Zeit, die Sie uns als Publikum erfreut haben. Sie haben in allen Sparten gespielt. Ich habe erfahren, dass Sie auch in den sieben Todsünden aufgetreten sind bei Pina Bausch, sodass es sowohl Oper, Musical, Operette, Schauspiel und Pina Bausch haben. Vielen, vielen herzlichen Dank nach so vielen guten Worten, die meine Vorredner Ihnen schon gewürdigt haben, sage ich einfach schlicht Danke. Wünsche Ihnen, Ihrer Familie alles erdenklich Gute und verabschiede mich von Ihnen wieder mit einem Wilhelm Busch-Spruch. Einen guten Tropfen, ein roter, wie heißt es genau? Das ist so. Ein Rotwein ist für alte Knaben eine von den schönsten Gaben. Nur ein Jahr. Kein Roter. Da wären Sie viel zu jung zu. Alles, alles Gute. Toi, toi, toi für Ihre weitere Karriere in Köln und wo auch immer. Denken Sie gern, ich hoffe es auch nach einem Jahr hier zurück an Wuppertal. Ich bin sicher, Herr Arthur Friesen tut es natürlich sehr viel intensiver. Aber da liegen ja auch Jahre dazwischen. Alles, alles Gute und nochmals toi, toi, toi für alle weiter.